Nach langem Warten ist es heute endlich soweit. Ich zeige euch meine Fortnite Controller Settings. Zuallererst, ich spiele auf dem SCUF Reflex Pro Controller ganz in All Black und mit 4 Pedals. Dann, ihr seht es, ich spiele Vollbild. Ganz wichtig, wenn ihr auf PC spielt, immer Vollbild. 1920x1080. Pausync aus, dadurch hast du mehr FPS. 240 FPS spiele ich auf einem Alienware Monitor. Dann habe ich natürlich den Performance-Modus an. Helligkeit habe ich so komplett gelassen. Eine Zeit lang hatte ich da was anderes drin. 3D-Auflösung brauche ich auf 100%, sonst sieht das alles komisch aus. Das habe ich alles auf Aus, Mittel, Betrachtungsdistanz, weil sonst siehst du ja gar nichts in-game. Dann hier auf Niedrig, 3D-Gitter auch niedrig. Dadurch soll man weniger Input-Delay haben. Und Bildfrequenz-Anzeigen habe ich auf jeden Fall an. Ich finde es wichtig. Dann ganz wichtig, hier nicht auf automatisch, sondern auf Europa, obviously. Sprache habe ich auf Deutsch für Random Squads, ansonsten hätte ich es auf Englisch. Dann Türen automatisch öffnen an, sprinten, umschalten an, hochziehen, springen, halten ist auch eine wichtige Einstellung. Dann zum Waffenwechseln Boden an, Zielen umschalten ist natürlich aus, während des Zielens Gefahren markieren an. Waffen automatisch aufnehmen aus, das kann euch richtig griefen. Vorzug der Inventarslots. Meiner Meinung nach ist das für mich das Beste, wobei es als Controller, oh mein Gott, als Controller-Spieler noch besser wäre, auf 5 die Maschinenpistole zu haben, weil dann kannst du direkt mit L1 rüber und direkt mit rechten Stick weiterziehen. Die Controller-Spieler unter euch verstehen, was ich damit meine, aber dass ich Pump überhaupt schon auf ersten Slot habe, wenn ich, nachdem ich gepickaxed habe, meine Waffe raushole, ist ja so auf Controller, dass man immer die erste Waffe rausholt. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz wichtig, weil früher habe ich immer als erstes Sturmgewehr, dann Pump und dann MP gespielt und dann kamen die anderen Sachen. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr schwer, mich umzugewöhnen, obwohl es eigentlich nicht allzu schwer sein sollte. Verbrauchsgegenstände rechts einsortieren, wichtig. Geldwahl zurücksetzen, Vorbearbeitung deaktivieren habe ich aus. Dann Turbobau an, Kontext an, abhängige Tipps, Tutorial brauche ich nicht, wieso ist denn das überhaupt an? Gerade selber gemerkt, zum Suchen, Interagieren drücken an, Performance-Werte melden, ausgeschaltet, damit du halt mehr hast. Dann habe ich Fadenkreuz an, Fadenkreuz-Munitionsanzeige aus, Schadenszahlen, Liste und das hier aus und das auf 80%. Das ist ganz wichtig, dann hast du auf jeden Fall mehr Aim Assist mit der MP. Das hat mir ein Pro erzählt, also ist so ein kleiner Pro-Tipp. Und Schadensgröße habe ich einfach auf 80%, will ich einfach nicht zu groß haben. Aber das könnte man eigentlich auf 100 machen, das sieht dann viel, viel cooler aus. Ja, machen wir zurück. HUD-Größe habe ich hier so auf 80, das finde ich perfekt. Anzahl der Beobachter habe ich aus, weil es mich einfach nicht juckt und ich kann einfach besser spielen, wenn mich Leute nicht beobachten. Obwohl ich immer streame, wenn ich zocke und mich da immer mehrere hunderte Leute beobachten. Aber ja, das ist eine andere Sache, wenn mich in-game jemand beobachtet, ne? Und das zieht dann auch FPS. Also ihr könnt euch diese Werte hier, könnt ihr einmal kurz Pause machen und alles so kopieren. Dann habt ihr auf jeden Fall mehr FPS, wenn ihr das so anhabt. Das habe ich einfach aus, weil was will ich mit Gyroskop? Dann, ja, hier meine... Nee, das sind nicht mal meine Maus- und Keyboard-Settings. Das sind irgendwelche Random-Settings tatsächlich. Also auf dem Account habe ich noch nicht Maus und Keyboard gespielt. Hier kommen jetzt die wichtigsten Settings. Automatisch laufen mit Controller natürlich auf Aus. Haltezeit für Bearbeitung bei ganz unten. Haltezeit für Rutschen habe ich jetzt bei 0,99. Irgendwie mit der Zeit gehe ich da immer weiter runter. Das ist ja eigentlich egal. Dann Kamera auch, Vibration aus, ganz wichtig. Ansonsten, wenn das an ist, ihr macht immer irgendwie unten rum drauf. Wenn Vibration kommt, könnt ihr euch nicht konzentrieren beim Zocken. Deswegen lasst es immer schön aus. Und ganz wichtig, fast vergessen zu sagen, falls ihr neu auf dem Kanal seid, vergesst nicht ein Abo und ein Like da zu lassen. Erster Link in der Beschreibung kommt ihr zu Twitch. Da sind wir gerade eben auch live. Und da seht ihr Custom Games, die, wo ihr mitspielen könnt. Cups in voller Länge. Und ganz, ganz wichtig, macht hier, wenn ihr schon das anhabt, aus. Und dann stellt hier 4-4 normal ein. Das ist das Beste und Wichtigste, weil das macht bei den Einstellungen schon etwas aus. Habe ich hier, bin ich hoch auf 2-3 gegangen. Eine Zeit lang hatte ich da 1-8, dann 2,0, dann 2-2. Mittlerweile bei 2,3 fühle ich mich irgendwie am wohlsten. Wobei beim Bearbeiten bei 2-3, beim Baumodus reicht tatsächlich 2-2. Denn hier habe ich 45. Das sind so Settings, die habe ich mir von den besten Controller-Spielern damals in Chapter 2, als dieses
als linear und exponentiell reingekommen ist, abgeschaut. Und seitdem komme ich voll gut damit klar tatsächlich. Natürlich hin und wieder, man wechselt ein paar Sachen, aber hier bin ich immer zwischen so 40, so 42 bis maximal 48. Also it depends. Davor hatte ich 44, jetzt bin ich hier hochgegangen auf 45. Dann alles sonst auf aus, auf 0. Hier 10, könnt ihr auch 9 machen. Habt ihr sogar noch besseres Aim, aber ich habe mich halt schon so krass an 10 gewöhnt. Also meiner Meinung nach ist hier 10% am besten. Dann wieder alles auf 0, 0 Widerstand beim Umsehen. Ich habe da eine Zeit lang 0,01, was halt absolut nichts bringt. Man hat sich das so eingebildet, aber ist unnötig. Dann linear, ganz wichtig. Exponentiell kann auch krass sein, aber es grieft eure Mechanics. Dann Aim Assist natürlich immer auf 100. Viele sagen, auf 99% hat man mehr Aim Assist. Aber ich finde nicht, ich merke da keinen Unterschied. Genau, dann Todzone für linken Stick. Müsst ihr schauen, was wie krassen Stick Drift ihr habt auf eurem Controller. Habe ich jetzt beides bei 10 gelassen. Fußcontroller aus, mit Stick beschleunigen an. So, dann, das ist jetzt einfach so random, wie es für meinen PC einfach und meine OBS-Einstellung am besten ist. Ganz wichtig, Soundqualität auf hoch und 3D-Kopfhörer auf an. Dann Untertitel, wenn ihr mehr FPS wollt, das muss ich hier auch noch einstellen. Das alles auf ganz runter. Dadurch habt ihr viel mehr FPS, das ist ganz wichtig. Das kann euch tatsächlich auch griefen und FPS ziehen, deswegen macht die Untertitel hier einfach aus und ganz klein. Soundeffekte visualisieren, wichtigste. Ja, ansonsten ist hier noch irgendetwas Wichtiges? Eigentlich nicht. Sprachchat-Benachrichtigungen müssen eigentlich auch nicht an sein, aber. Und wenn ihr Content Creator seid, lizenziertes Audio immer ausschalten, ganz wichtig. Das sind Standardeinstellungen. Jetzt kommen wir zu meinen wichtigsten Einstellungen für den Controller. Das wird immer zurückgesetzt, deswegen immer, wenn ihr Fortnite startet, geht auf den Standard-Controller, wenn ihr auf PC spielt. Ich weiß nicht, ob es auf Konsole auch geht, könnt ihr mal ausprobieren, aber geht immer auf den Standard-Controller. Dadurch habt ihr weniger Input-Delay und mehr Aim-Assist, also weniger diesen Aim-Assist-Bug. Dann, so, ganz, ganz wichtig, das hier alles, diese vier Sachen und sind alles meine Pedals. Also ich tue auf diesem linken hinteren Pedal, was ich mit Mittelfinger betätige, zurücksetzen und auf dem rechten bestätigen. Hier rechts unten springe ich auf dem Pedal und links unten hole ich Baumenü raus. Und ich habe das jetzt hier so gebindet ungefähr. Und was eine ganz wichtige Einstellung ist, was euer Leben verändern wird, also wirklich, 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 macht, falls ihr es noch nicht habt, und ich kann mir vorstellen, dass es bei vielen von euch so ist, die sich nicht damit so auskennen. Modus wechseln als Einzelnes und bearbeiten als Einzelnes, weil es gibt auch bearbeiten und Modus wechseln, aber ihr müsst es auf verschiedenen Tasten haben. Weil ansonsten, wenn ihr zu lange drauf drückt oder das gleichzeitig drückt, dann holt ihr Baumenü raus und währenddessen bearbeitet ihr. Also Modus wechseln und bearbeiten muss auf einer anderen Taste sein. Weiter Milo, danke für dein Follow. Und ja, was ansonsten noch? Ah, das hatte ich eine Zeit lang auch nicht drin. Ducken. Bei Bausteuerung braucht ihr Ducken drinnen. Ich habe locker ein Jahr oder halt seit Anfang von Fortnite ohne Ducken bei Bausteuerung gespielt, weil ich rechten Stick reindrücken und zurücksetzen hatte. Richtig blöd. Dann habe ich das umgeändert, halt auf ein Paddle, und seitdem kann ich mich auch ducken. Ich dachte immer, das geht nicht, während du Baumenü draußen hast, sich zu ducken. Voll dumm. Aber ja, so ansonsten noch eine ganz, ganz wichtige Einstellung, die ich fast vergessen hätte. Wenn ihr, das ist wirklich die wichtigste Einstellung, glaube ich, die man als Controller-Spieler anmachen kann, Bearbeitung automatisch bestätigen, muss auf beides sein. Die Betonung liegt auf, muss auf beides sein. Es muss einfach so sein, weil ansonsten könnt ihr nicht schnell zurückeditieren. Also probiert die Einstellung aus, dann müsst ihr einfach nur einmal auf Zurückeditieren drücken und dann editiert es, als ob ihr so Controller-Spieler wärt. Wisst ihr, wie ich meine? Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr wild. Und ich glaube, viele von euch haben auch immer das Problem, dass sie nicht warm-up sind und zu schnell in Matches reingehen. Ich habe jetzt für euch die perfekte Lösung, denn ich habe eine Creative Map erstellt. Ihr müsst einfach hier ganz rechts auf Inselcode gehen
also hier, und dann könnt ihr da diesen Code eingeben, macht einfach kurz Pause, macht einen Screenshot und ja, ganz genau, dann gebt ihr den Code ein, dann geht ihr hier auf die Map auf jeden Fall drauf, packt sie unter eure Favoriten und wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch hier, das ist wahrscheinlich bei euch mit Dreieck, mehr von diesem Creator, dann kommt ihr hier auch noch zu meiner Boxfight Map und dann könnt ihr die öffentlich spielen mit anderen Abonnenten. Und ich bin auch sehr oft da drauf. Also die Map eignet sich perfekt zum Einspielen. Das Coole an der Map ist, wenn ihr richtig viele Kills macht, zum Beispiel rechts oben hat einer sogar mehr Kills als ich, Dustin Mike mit 1800. Ich werde den gleich adden. Dieser Sweezy Kame hat fast 6000 Kills, Luca hat 3000, Rotzmöhre irgendwas mit 2000. Dann werdet ihr hier verewigt. Hier gibt es jede Waffe. Ich mache halt den Ehrenlosen mit Triple MP, weil die auch alle mich sprayen, wenn ich live spiele. Dann könnt ihr auch hier spectaten, aber wir haben das extra so schwer eingestellt, dass man immer einen perfekten Winkel spielen muss und man bekommt auch richtig viel EP. Habt ihr es gesehen? Nur weil ich auf der Map drauf bin, 800 EP. Dann springt ihr hier runter und dann könnt ihr euch hier erstmal einbauen, zack, dies und das. Und sobald ihr euch eingebaut habt und ein bisschen Edits geflext habt, dies und das, könnt ihr einfach anfangen zu fighten. So, und das Geile ist, ihr habt unendlich Munition und wenn ihr einen Kill macht, dann bekommt ihr 200 Leben dazu. Das ist so verdammt wild. Schau mal, das ist perfekt zum Einspielen. Also besser geht's gar nicht. So, dann und du fightest durchgehend. Wenn dich jetzt ein Gegner One-Shot macht, du ihn holst, dann kannst du einfach trotzdem direkt danach weiterfighten, weil du danach 200 HP hast und jeder Kill wird, wie gesagt, von dir angezeigt. Und es macht, diese Map macht süchtig. Ohne Spaß jetzt. Das ist die beste Map zum Einspielen. Ich sag's euch. Ui, warte. Und ihr könnt euch oben auch so Sachen kaufen. Zum Beispiel, ich habe mir jetzt diesen overpowerten Trank gekauft. Jetzt hat er Slurp Intus. Hat mich leider geholt. Fettes GG. Und es gibt hier wirklich jede Waffe. Und pro Kill bekommt ihr auf jeden Fall 10 Münzen. Ich habe jetzt irgendwie 1 Million Münzen, so, weil ich mir selber gecheatet habe. Und manchmal verteile ich auch einfach so 5000 Münzen auf der Map. Und hier könnt ihr euch auch einen Hammer kaufen, solche Items, so Spaß-Items. Hier Heal-Stuff, für 10 Kills kannst du dir das kaufen. Alles gut, Bro. Und schaut mal, für jeden Kill, den die Gegner auch machen, bekommt ihr auch EP. Seht ihr das? Wenn ein Kill passiert, bei mir wird auch einfach EP angezeigt und das Coole ist, ihr könnt auch schon beim Runterspringen die Gegner anschießen. Also das ist auf jeden Fall extrem wild. Also das ist die erste Map, wo ich empfehlen würde, die zum Einspielen zu spielen. Und wenn ihr mit euren Freunden spielen wollt, aber das Problem habt, ey, wir haben keine Boxfight-Map mit den neuen Waffen. So, dann zeige ich euch auf jeden Fall gleich eine richtig heftige Map. Aber habt ihr es gesehen? Ich habe wieder gerade EP bekommen, obwohl ich nichts gemacht habe. Wie schon erwähnt, haben wir hier meine Boxfight-Map. Und auf die Boxfight-Map kommt ihr auch ganz einfach. Also da könnt ihr auch wieder mit Dreieck auf mehr von diesem Creator. Und wenn ihr auf der Map drauf wart, dann geht ihr hier einfach auf die Boxfight-Map. Und das Krasse an der Map ist, es ist die einzige Map, wo es die Chapter 4 Waffen und Healings-Item bei Boxfight gibt. Und die habe ich auch erstellt und die stelle ich euch jetzt vor. Und hier ist der Map-Code. Und ganz wichtig, immer auf öffentlich suchen. Dann könnt ihr mit anderen aus der Community oder halt mit euren Freunden spielen. Also hier haben wir die Map. Es können maximal 16 Leute mitspielen. Hier seht ihr den Loot. Also es ist perfekt. Ein Slurpee, 3 Minis, die neue AR, neue MP, neue Scharfzahnschrotflinte. Die Zone ist auch extrem heftig. Also das ist wie im Endgame so eine ähnliche Moving Zone, die dann von links nach rechts moved. Also die Map ist wirklich perfekt und die Zone, also das haben wir alles zeitlich perfekt abgestimmt. Man hat 500 Holz, 250 Brick und 100 Metal. Und wie gesagt, man kann sie mit 16 Leuten spielen. Das ist auch eine relativ geile Map. Ihr könnt die Maps ja gerne ausprobieren und mir dann in die Kommentare oder in den Livestream auf Twitch, wo ich jetzt gerade live bin. Deswegen, wenn ihr nichts zu tun habt, kommt gerne ran, kommt darüber. Wir spielen zusammen Ranked, wir machen Custom Games. Danke für den ganzen Support, ihr seid die Besten. Creator Code Hour, wenn ihr mich supporten wollt, wenn ihr mehr von so einem Stuff sehen wollt. Danke und ich bringe demnächst auch eine 1v1-Map raus und tschüss.